Apostolische Schreiben Evangelii Nuntiandi seiner Heiligkeit Papst Paul VI. An den Episkopat den Klerus und alle Gläubigen der katholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute. Die Träger der Evangelisierung. Die ganze Kirche missionarisch ausgerichtet. Wenn Menschen in der Welt das Evangelium des Heiles verkünden, so geschieht dies im Auftrag, im Namen und mit der Gnade Christi, des Erlösers. Wie soll jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? So schrieb derjenige, der zweifellos einer der größten Glaubensboten war. Niemand kann also den Glauben verkünden, ohne gesandt zu sein. Aber wer ist nun mit der Evangelisierung beauftragt? Das Zweite Vatikanische Konzil hat klar geantwortet. Die Kirche hat Kraft göttlicher Sendung die Pflicht, in die ganze Welt zu gehen, um das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden. In einem anderen Dokument heißt es, die ganze Kirche ist missionarisch und das Werk der Evangelisierung ist eine Grundpflicht des Gottesvolkes. Wir haben auf diese innige Verbindung zwischen Kirche und Evangelisierung schon hingewiesen. Da die Kirche das Reich Gottes verkündet und aufbaut, pflanzt sie sich selber inmitten der Welt ein. Als Zeichen und Werkzeug dieses Reiches, das zugleich da ist und kommt. Das Konzil hat ein sehr bezeichnendes Wort angeführt, das der heilige Augustinus über die Missionstätigkeit der Zwölf gesagt hat. Sie verkünden das Wort der Wahrheit und riefen Kirchen ins Leben. Ein zutiefst kirchliches Tun. Sendung und Auftrag der Kirche zur Evangelisierung der Welt müssten in uns eine doppelte Überzeugung begründen. Zunächst evangelisieren ist niemals als das individuelle und isolierte Tun eines Einzelnen. Es ist vielmehr ein zutiefst kirchliches Tun. Auch der einfachste Prediger, Katechist und Seelsorger, der im entferntesten Winkel der Erde das Evangelium verkündet, seine kleine Gemeinde um sich sammelt und ein Sakrament spendet, vollzieht, wenn er ganz allein ist, einen Akt der Kirche. Sein Tun ist durch institutionelle Beziehungen, aber auch durch unsichtbare Bände und die verborgenen Wurzeln der Gnadenordnung eng verbunden mit der Glaubensverkündigung der ganzen Kirche. Dies setzt voraus, dass er nicht aufgrund einer Sendung, die er sich selbst zuschreibt, oder aufgrund einer persönlichen Anregung tätig ist, sondern in Verbindung mit der Sendung der Kirche und in ihrem Namen. Und da uns ergibt sich die zweite Überzeugung. Wenn jeder das Evangelium im Namen der Kirche verkündet, die es ihrerseits im Auftrag des Herrn tut, dann ist kein Verkünder des Evangeliums absoluter Herr seiner Glaubensverkündigung, sodass er darüber selbst nach seinen persönlichen Maßstäben und Ansichten entscheiden könnte. Er muss so viel mehr tun in Gemeinschaft mit der Kirche und ihren Hirten. Die ganze Kirche ist Träger der Evangelisierung. Wie wir sagten, das bedeutet, dass die Kirche sich für die ganze Welt und jeden Teil der Welt, wo sie sich befindet, an den Auftrag gebunden fühlt, das Evangelium zu verbreiten. In Perspektive der gesamten Kirche. An diesem Punkt
Unsere Überlegungen möchten wir nun mit euch, liebe Brüder und Söhne und Töchter, bei einer Frage verweilen, die in unseren Tagen besonders wichtig geworden ist. Die ersten Christen gaben bei ihrer Liturgiefeier in ihrem Zeugnis von den Richtern und Henkern und in ihren apologetischen Schriften gern ihrem tiefen Glauben an die Kirche dadurch Ausdruck, dass sie diese als die im ganzen Universum ausgebreitet hinstellt. Sie waren sich voll Bewusstsein, einer großen Gemeinschaft anzugehören, der wurde Raum noch Zeit Grenzen setzen konnten. Von gerechter Arbeit bis zum letzten Auserwählten, bis an die Grenzen der Welt, bis ans Ende der Zeiten. So hat der Herr seine Kirche gewollt, universal, als großen Baum, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnen, als Netz, das alle Arten von Fischen langt. Oder dass Petrus aus Land zieht, voll mit 153 großen Fischen, als Herde, die ein einziger Hirte auf die Weide führt. Die universale Kirche ist ohne Schranken und Grenzen, außer denen, die Herz und Geist des sündigen Menschen leider setzen.